So, den aktuellen Stand der Corona-Krise und wie die KU damit umgeht oder wie es bei euch mit den Prüfungen ausschaut, den wissen wir jetzt. Aber wie schaut es eigentlich mit der BIP aus? Dafür haben wir die Expertin Frau Dr. Löffler da. Sie ist die Leiterin der Uni BIPs und wird uns jetzt erklären, was wir tun können, um unsere Bücher zu bekommen. Nein, Sie müssen nichts tun. Es ist so, dass die Bücher bis zum 21.04. verlängert sind, obwohl Sie das in Ihrem Konto vielleicht nicht sehen. Das ist ein technisches Problem, aber Sie werden nicht gemahnt. Ja, wir haben eine Notausleihe. Das sieht im Moment so aus, dass Sie uns eine Mail schicken, uns sagen, welche Bücher Sie brauchen, und zwar einschließlich Signatur. Wir brauchen auch Ihren Namen und Ihre Nutzernummer. Sie schicken uns das also per Mail zu. Wir würden Ihnen die Bücher zur Verfügung stellen. Das sehen Sie bereits hier vorne im Hintergrund. Wir würden die auch bereits fertig für Sie verbuchen. Wir würden mit Ihnen einen Termin vereinbaren, wann Sie sich die holen kommen. Das gilt für Eichstätt und für Ingolstadt. Das ist einfach eine Mengenfrage. Das würden wir personell überhaupt gar nicht schaffen, Ihnen das sozusagen bereits fertig entliehen zur Verfügung zu stellen. Das, was wir bieten können, ist wirklich eine Notausleihe für Hausarbeiten, für Examensarbeiten und so weiter und so fort. Das ist gar kein Problem. Sie melden sich einfach, nähere Informationen finden Sie über unsere Homepage und dann werden wir Ihnen die Bücher bereitstellen. Aber klar, Sie melden sich, wir öffnen Ihnen und Sie leeren Ihre Arbeitskabinen. Wir haben in den letzten Jahren eine deutliche E-Strategie gefahren. Das heißt, Sie haben im Moment ungefähr 75.000 E-Books zur Verfügung und mehr als 25.000 E-Journals. Das heißt, zumindest im Zeitschriftenbereich werden Sie jetzt bereits sehr vieles online finden. Ja, das gibt es in Eichstätt in der Zentralbibliothek und an der wirtschaftswissenschaftlichen Zweigbibliothek können die Bücher direkt abgegeben werden oder sie senden so uns das Ganze per Post zu. Wir hoffen, wir konnten alle eure Fragen beantworten. Falls ihr noch Fragen habt, stellt sie uns fleißig auf Instagram und wir kommen auf jeden Fall noch dazu, sie zu beantworten. Ansonsten bleibt gesund, legt die Füße hoch, bleibt daheim und wenn ihr doch mal rausgeht zum Wandern, 2 Meter Abstand halten.